Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gothic 1. In der letzten Folge haben wir den Orkfriedhof hinter uns gelassen und haben im Sumpflager, soweit es ging, die ganze Sache abgeschlossen, haben die große Sache der Bruderschaft quasi zum Scheitern verurteilt, denn Balukor war ja irgendwie vom Schläfer besessen und wir haben ihn getötet und Iberion ist tot, der spirituelle und geistige Anführer der Sekten, des Sektenlagers, der Bruderschaft. Und ja, jetzt sind wir hier im neuen Lager, denn Iberion hat mit seinen letzten Worten alle seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier gesetzt, gelegt. Und wir sind ja zufälligerweise ein Söldner der Wassermagier und sind jetzt wieder hier im neuen Lager, haben hier die nächsten Aufträge anzunehmen und dann, jo, schauen wir mal. Erstmal schauen wir, was Gorn uns hier zu sagen hat, denn der wartet hier irgendwie auf uns. Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Jupp. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Er kommt hier an. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Na toll. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Ei. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Bis später. Gut, damit hat Gorn uns erstmal eine kleine Einführung hier gegeben, was wir jetzt zu tun haben. Wir werden also mit Kronos sprechen, war eigentlich naheliegend, ne? Keine Ahnung, warum die Bauern hier die ganze Zeit so rumrennen wie die Irren. Aber naja, wir werden jetzt erstmal zu Mordrak gehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an ihn erinnert. Das war der Typ, der, naja, irgendwie es geschafft hat, immer, ui, wir springen im Wasser, immer so ein bisschen sich um die Arbeit zu drücken. Halt! Du kennst die Regeln. Nur Schürfer und Banditen. Willst du mich aufhalten? Nein, geh nur. Wie geil war das denn? Willst du mich aufhalten? Ich bin verdammter Söldner, du Wicht. So, Mordrak, ja. Oder muss ich mit Laris reden darüber? Ich weiß nicht mehr so recht. Nee, mit ihm, ne? Wegen der Sektensache. Was gibt's? Die große Beschwörung hat stattgefunden. Nein. Du machst bei dem Schwachsinn mit? Ich bin neugierig, was dabei rauskommt. Ich auch. Sag mir Bescheid, wenn sich die Gurus bis auf die Knochen blamiert haben. Es ist soweit. Das haben sie. Okay, was ist mit dem Quest? Dann werde ich jetzt nochmal ganz kurz zu Laris gehen. Danach geht's zu Kronos. Danach geht's zu Saturas. Das ist wieder... Ich habe hier wieder zu tun. Das ist unglaublich. So richtig, richtig viele Quests. Haha. Das ist übrigens so ein kleines Manko in diesem Spiel hier. Es gibt eigentlich... keine Quests, außer am Anfang. Die Aufnahmequests und so, alles, was da so ein bisschen drumherum passiert. Und danach passiert nichts mehr. Da hast du keine. Ich speichere mal kurz hier, weil ich immer Probleme habe. Ja, danach kommen keine Nebenquests mehr. Das ist so ein bisschen schade. Das hat man halt bei Gothic 2 dann extrem sehr. Da gibt es dann extrem viele Nebenquests. Und man hat eigentlich immer was zu tun. Aber hier ist leider der Fall, dass du im ersten Kapitel 1000 Quests hast. Wenn du die gemacht hast, geht es ruckzuck durch die anderen Kapitel durch und. Ja, dann ist es halt ein kleines bisschen, naja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Gut, wir haben jetzt hier nichts zu tun. Ich werde mal zu Kronos gehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht auch schon die schwere Rüstung bekommen kann. Wie sieht es mit meinem Erz aus? 2700, das ist in Ordnung. Kronos, du alte Socke. So. Hallo. 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 Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Ja, was nehmen wir denn Schönes? Kor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her... Er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Das ist eine sehr sachliche ist die Bruderschaft und ohne ihn objektive Analyse. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Hey, du Hallo. Arschgesicht, ich bin noch nicht fertig, es gibt noch mehr. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer
jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten Sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Parole? Die Parole lautet Tetriandoch. Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzaufens. Wer mein Risen-Let's-Play gesehen hat, der weiß, dass es da einen Witz über diesen Passwort gibt, auf das ich auch hingewiesen habe. Natürlich, so den anderen Spruch können wir nicht mehr bringen, das Iberion tot ist. Schade, das war falsch rum. Na gut, ist nicht so wild. Ja, genau, ne? Also das ist entsprechend, kommt dann später mal so eine Parole und da sagt man, kann man dann halt auch als Gesprächsoption, als Antwortoption Tetriandoch nehmen und das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Ja, wenn es geht, werde ich jetzt noch die schwere Söldnerrüstung mir zulegen. Ich weiß aber nicht, ob das schon möglich ist. Wie sieht es mit Lernpunkten aus? 20. Boah, ist jetzt nicht so wichtig, ne? Erstmal aufsparen. Obwohl ein bisschen mehr Schaden würde mir nicht schaden. Aber den anderen, den Gegner, mit dem wir das schaden. Was man so rum erzählt. Ich hätte gerne eine schwere Rüstung, Kollege. Geht das jetzt? Ich brauche eine. Die Rüstungen! Schwere Rüstung? Gib mir die schwere Rüstung! Gib mir die schwere Rüstung! Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Okay, okay, okay. Dann vielleicht ein andermal. Die anderen haben ja schon die mittelschwere. Ne? Jetzt darf ich wunderbar endlich an diesen Söldnern hier vorbei, an diesen zwei Wachen, die so grimmig sind. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren. Tetridanoch, Tetriandoch, Tetriantroch. Tetriandoch. Die Parole lautet Tetriandoch. Das stimmt. Du kannst passieren. Danke. Hervorragend. So, jetzt haben wir hier ein paar Magier, mit denen wir mal reden könnten. Merdarion, wer bist du denn? Hallo. Sei gegrüßt. Hallo. Oh, nix. Nefarius, was sagst du zu uns? Sei gegrüßt. Wer bist du? Ich bin Nefarius, Magier vom Kreis des Wassers. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Wo finde ich... Geh durch das große runde Tor. Okay. Dort wirst du ihn finden. Ich will Magier werden. Ich will ein Magier vom Kreis des Wassers werden. Nicht so schnell, mein Junge. Bevor wir einen jungen Mann in unsere Reihen aufnehmen, muss er etwas Großes vollbracht haben. Und er muss uns eine Zeit lang gedient haben. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du zu unseren Söldnern gehen. Dort kannst du uns dienen. Und vielleicht erhältst du eines Tages die Chance, etwas Großes zu vollbringen. Bin doch schon Söldner. So ein Käse, was der mir hier erzählt. So, dann haben wir noch Myxia, Riordian. Wer ist das hier? Myxia, genau. Hallo? Und Saturas ist dann in der Halle. Und mehr müsste es eigentlich nicht geben. Hallo. Den sechsten von den Wassermagiern. Also es gibt Kronos, Medarion, Nefarius, Myxia, Riordian, Saturas und den siebten, den gibt es dann erst im zweiten Teil. Genau, es gibt nämlich jetzt hier sechs Stück und später gibt es sieben. Riordian, du kannst mir doch Tränke verkaufen, oder? Ich könnte mal ein paar Tränke brauchen. Riordian. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Ich tut mir leid. Oh, was bin ich denn heute am Gähnen? Meine Güte. Zeig mir deine Ware. Ist ja übel. So. Ein paar davon könnte ich gebrauchen. Gab es jetzt nochmal Nachschub? Nö. Was macht denn der? Na, dann nehme ich doch lieber die 2-Minuten-Tränke. So. Ja. Vor allem, die kosten gleich viel. Das ist ja voll geil. 1, 2, 3, 4, 5. So, die nehmen wir mit. Alles andere ist momentan nicht ganz so wichtig. Das werden wir irgendwann dann mal klären. So, Krush Urok, Krush Pasch, Krush Pasch, Todbringer. Den 48, das ist gar nicht schlecht. Krush Warok, Warok, Warok. Ja, der kann die ganzen Waffen haben. Na komm, wie viel sind denn das noch? Rostiges Bastardschwert. Krush Warok, Krush Warok, Krush Warok, Krush Warok. Kriegsschwert, das ist zu teuer. Kampfschwert. Ja. Und jetzt noch 3 Pfeile, 3 Bolzen drauf. So, und dann haben wir es ausgeglichen. Das Handeln ist immer sehr, sehr umständlich gemacht hier. Aber naja. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Sprinttränke. Das sorgt dafür, dass wir ein kleines bisschen Zeit sparen können. Und jetzt geht's zu Saturas, dem Opermacker der Magier.
So ein ähnlicher Typ wie Koristo im alten Lager. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Anga ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Jo, gut, dann hätte ich was für dich. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig, doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Aber du bist Magier. Nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Was? Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Na toll. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Oh. Ja, die suche ich gerne. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Danke. Die ist alt. Aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Okay, Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise. Danke, das ist sehr, sehr erfrischend, dass ich die jetzt auch bekomme. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Jo, gut, das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Einem Stück zurückkehren. Müsste jetzt nicht das neue Kapitel schon angebrochen sein? Nee. Ist zu früh, ne? Ich weiß es auch nicht mehr. So, Riordian, du alter Sack. Du sollst mir ein paar Tränke geben, aber vorher möchte ich gerne mal meine Tränke selbst mal überschauen. Haben wir irgendwas Besonderes? Nö, aber den trinken wir mal hier, den Essenz des Geistes, die Essenz des Geistes. Die sorgt, dafür, dass unser Mana um 5 erhöht wird, was jetzt nicht so wichtig ist, da wir Söldner spielen, aber trotzdem nicht schlecht. So, gib mir mal ein paar Tränke. Satoras schickt komm mich. Her, komm her. Komm näher, ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind... Jo, danke schön. Was hast du mir denn Feines gegeben? Es gibt dann später nochmal Tränke von ihm, wenn man den Quest beendet hat. Und es ist ein Stärketrank dabei. Cool, den trinken wir gleich.
einmal 3 Stärke für mich und einmal 3 Geschicklichkeit für mich. Supi. Sehr schön. Ja, das ist ein guter Anfang. Ja, wir könnten jetzt schon mal schauen. Wir werden uns mal die Karte angucken. Vielen Dank für den Follow zunächst mal. Und wo bin ich? Da drüben. Okay, man sieht jetzt die Ecken dieses, nennen wir es mal Sternes oder Pentagramms. Ist ja im Endeffekt dasselbe, ne? Ein Pentagramm bedeutet nur 5 Ecken. Und da sind die 5 Fokussteine gewesen. Einen haben wir schon, nämlich der, der ganz rechts auf der Karte ist. In der Nähe des Sumpflagers. Ja, des Sumpflagers, das der Bruderschaft. Und wir müssen jetzt die anderen 4 Orte noch aufsuchen und dort entsprechend den Fokusstein holen. Der eine ist gleich hier in der Nähe vom neuen Lager. Da werden wir jetzt auch mal hingehen und mal schauen, ob wir den da direkt auftreiben können. Und ich kann euch schon mal so viel vorwegnehmen. Es wird dabei Unterstützung geben. Wir werden das nicht alleine machen müssen. Da werden auf jeden Fall ein paar Leute an unserer Seite sein und uns da ein bisschen unter die Arme greifen. Und das werdet ihr gleich sehen, um wen es sich da handelt. Gut, ich werde jetzt mal gleich so einen Trank hier nutzen, so einen Trank der Schnelligkeit, um eben schneller an diese Orte zu kommen. Ich weiß genau, wo die Orte sind, ich weiß, wer uns wo hilft, was wir zu tun haben und wie man am besten an diese wunderbaren Fokussteine kommt, denn ich habe das alles schon 38.000 Mal gemacht. Aber hey, was soll's, ich mache es gerne noch einmal für euch und für mich und überhaupt. Gut, wir fangen wie gesagt bei dem an, der hier gleich in der Nähe des neuen Lagers ist. Und da sollten wir, wenn mich nicht alles täuscht, in ein... Moment, ich schaue mal ganz kurz auf die Karte. Ach, da macht ihr gar nicht von alleine auf. Manu. Fokuskarte von Iberien, die wollte ich nicht. Die hier, Fokuskarte von Saturnas. Ist unten links, ne? Komm mal auf. Das ist das. Was ist denn? Ja, genau. Ja, dann sollten wir hier direkt einen der unangenehmeren haben, obwohl das wahrscheinlich momentan auch nicht so schwer sein wird. Nämlich in einem Stonehenge den Fokusstein holen. Und ja, ihr werdet es gleich sehen, worum es sich da handelt. Jojo. Und entsprechend müssen wir auf dem Weg natürlich auch noch ein paar stärkere Biester aus dem Weg räumen. Denn das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Wir kommen jetzt langsam so Richtung drittes, viertes Kapitel. Wir werden jetzt ab und zu immer mal so ein bisschen unsere Fähigkeiten testen müssen und gegen stärkere Gegner kämpfen. Ich bin hier übrigens noch nie hochgelaufen, weil das sonst keinen Sinn macht, hier hochzugehen. Denn wie gesagt, die Gegner hier sind recht kräftig, recht stark. Und ich glaube, es sind jetzt nur Bluthunde, die hier kommen. Für den Moment. Nee, ist ein Snapper. Okay, dann war das im zweiten Teil, dass hier Bluthunde sind. Das ist immer ein bisschen schwierig, sich daran zu erinnern, was im ersten und was im zweiten Teil war. Denn im zweiten Teil... denn im zweiten Teil sieht man das Blühental wieder. Oh Gott, Snapper. Snapper, Snapper, Snapper. 4 Snapper. Komm schon, stirb doch einfach. So. Ausweichen und draufhauen. Ja, wir haben zum Glück einen ganz guten Rüstungsschutz. Das Problem ist, manchmal trifft man die aber auch einfach nicht. Stirb doch jetzt! 220 OP, das ist schon ordentlich, ne? Komm schon, wir haben's gleich. Ich fall ja gleich runter, ne? Meine Fresse jetzt! Isst mich nicht auf, bitte! Die Snapper. Ja, die Snapper sind quasi so ein Abklatsch von Velociraptoren, falls jemand von euch Jurassic Park gesehen hat. Also ich bitte euch, hat jeder gesehen, oder? Jeder kennt die Velociraptor-Rennen. Jo, und die sind schon ein bisschen stärker, die hauen ganz gut, also die beißen ganz gut zu. Ich mache allerdings mittlerweile auch ganz gut Schaden und halte ein bisschen was aus. Deswegen habe ich das ganz gut geschafft, gegen 4 gleichzeitig zu kämpfen. Boah, ist schon ganz okay, ne? Das einzige Problem ist halt, dass die im ersten Teil von diesem Spiel halt sehr gut ausweichen. Manchmal ein bisschen problematisch. So, jetzt ist hier eine Höhle. Da können wir reinsehen. Ist hier noch ein Bluthund drin? Ich glaube, oder? Ah ja, genau, der kommt doch noch. Okay, dann war es doch beides hier. Ich habe es nicht mehr ganz genau gewusst. Er hält noch ein bisschen mehr aus und sollte auch ein kleines bisschen mehr Schaden austeilen. Allerdings trotzdem auch kein Problem sein. Komm schon. So, es gibt ja so einen Trick, wie man halt ein bisschen schneller zuhauen kann hier im Spiel. Man muss halt Steuerung nach vorn drücken, ne? Ich zeige euch das nochmal. Wenn ich jetzt normal Steuerung nach vorn drücke, schlägt er zu. Wenn ich es nochmal drücke, macht er diese Kombination. Die ist aber meistens ein bisschen unnütz. Also mache ich das so. Ne? Und dann lasse ich kurz Steuerung los und dann kann ich den Schlag immer wieder wiederholen. Ne? Also das ist ein bisschen schneller und ein bisschen geschickter, um damit Gegner anzugreifen, die doch ein bisschen weiter sich in die Verteidigungsposition zurückziehen. So,
Jo, eigentlich müsste ich trotzdem die Folge schon wieder beenden. Und dann ist auch bald der Stream vorbei. Ich habe im Stream jetzt nur noch eine kleine Sache zu erledigen. Das werde ich euch noch zeigen. Ich werde allerdings erstmal die YouTube-Folge hier beenden. Ja, schaut euch noch die Endcard an. Ich laufe noch ein kleines Stück vorwärts. Obwohl, vielleicht bleibe ich doch lieber hier stehen. Nicht, dass jetzt irgendwas Böses auf mich zurennt. Genau, schaut euch auf der Endcard um. Abonniert meinen Kanal. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war's für heute wieder mit Gothic. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr euch gerne ein wenig auf der Endcard umschauen. Ich habe euch hier ein paar Videos verlinkt und hier habt ihr auch die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und immer auf dem Laufenden seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.